willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen unseren Kapitän Dennis Niebauer. Servus. Dennis, schön, dass du Zeit hast. Gehen wir kurz aufs Wochenende ein, beziehungsweise es war ja erst Spielabsage, Spielverlegung, Grünwalder Stadion, immer packende Spiele. Erzähl uns nochmal kurz deine Sicht von der ersten Halbzeit. Ja, ereignislose erste Halbzeit. Wenig Torchancen auf beiden Seiten. Ja, ein Konter von Bayern, beziehungsweise zwei. Den einen da war ein bisschen strittig, da hätte man eventuell Elfmeter geben können, aber ja, wurde nicht gegeben, zum Glück für uns, aber mit dem zweiten Konter haben sie das Tor gemacht, das war eigentlich der erste richtige Torschuss und das war natürlich sehr bitter, weil wir das sollten wir nicht verhindern. Und ja, aber wir haben eigentlich eine recht gute Reaktion gezeigt. Wir haben gleich im Anschluss eigentlich eine riesen Top-Chance gehabt von Mario, den Seifertzieher, den der Torwart gut rausholt. Hatten danach noch eine Ecke, wo der Silas knapp drüber köpft, aber ansonsten war es eine sehr ereignislose erste Halbzeit und ja, man hätte auch mit 0-0 in die Halbzeit gehen können. Habt ihr euch das so vorgestellt, die erste Halbzeit, dass das ein bisschen ruhiger angeht oder war es wirklich Bayern so gut in Anführungszeichen? Ja, unser Ziel war einfach, das Spiel von Bayern so zu stören, halt einfach hinten sicher zu stehen und nach vorne immer wieder Nadelstiche zu setzen. Das ist uns teilweise gelungen, teilweise auch aber auch nicht, weil viele Bälle nach vorne einfach zu schnell abgegeben wurden. Mhm. Ja, das ist uns nicht gelungen, das ist uns in der zweiten Halbzeit dann besser gelungen, aber ja. Na, wenn ihr die zweite Halbzeit anspringt, was hat euch Daniel in der Halbzeit mitgegeben für die zweite Halbzeit? Ja, wir wussten eigentlich selber, dass wir sicherlich ein, zwei Schippen drauflegen müssen, damit wir dieses Ergebnis noch ein bisschen korrigieren können. Ja, dann kam halt eben der nächste Nackenschlag mit der roten Karte. Ich meine, da muss sich ja der Urkunde ein bisschen den Zaum halten, ne? Aber das sind halt Emotionen, die gehören zum Fußball dazu und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte der Schiedsrichter auch es einfach weiterlaufen lassen können. Aber an dem Abend, glaube ich, an dem Tag hat der Schiedsrichter, glaube ich, auch nicht seine beste Leistung gezeigt. Ja, aber das zeigt ja auch, dass Orkun heiß war, er wollte unbedingt und dann geht halt auch mal emotional mal was durch, oder? Ja, er ist ja Südländer, aber ja. Trotzdem muss man sich da im Zaum halten und es war jetzt auch ein Bärendienst, den er uns überall geleistet hat, aber ich glaube, das weiß er selber. Wir sind ja auch nicht böse, weil das passiert im Fußball. Es war jetzt auch kein böses Wort, das er gesagt hat, aber ich möchte es auch nicht hier irgendwie vertiefen. Ja. Für uns war es eigentlich nochmal so eine Motivationsspritze noch hinzu. Für Bayern war es, glaube ich, genau das Gegenteil. Die haben einen Schritt weniger gemacht und wie es halt oft so ist im Fußball, die eine Mannschaft macht mehr, die eine weniger und so wird ein Spiel, das 11 gegen 10 ist, genau andersrum gestaltet. Und ja, ich glaube, das haben viele in der zweiten Halbzeit auch noch so gesehen, dass wir auch, wenn wir einmal weniger waren, doch mehr Spielanteile hatten, auch wenn Bayern mehr den Ball hatte. Ja, und dann kam es ja 1-1 durch dich. Magst du uns das kurz schildern? Ja, Freistoß, halbrechte Position von Dujan, lang gezogen. Ich warte am zweiten Pfosten. Silas zieht zwei Leute auf sich. Keiner von den drei erwischt den Ball und ich da als der glückliche Vierte hinten dran und musste den Ball zum Glück noch reinnicken, ja. Ich hätte es toller gefunden, wenn jemand anderes Tor macht und wir holen einen Punkt, aber ja, kurze Zeit später, was halt überhaupt nicht passieren darf, ist dann der erneute Gegentreffer gefallen, wo wir dann letzten Endes dann 2-1 verloren haben. Hätten wir das Ergebnis, dieses Unentschieden, länger gehalten, hätte ich auch gesagt, wir gehen mit dem 1-1 aus diesem Stadion heraus und das wäre auch hochverdient gewesen. Ja, du hast es gerade angesprochen, kurz danach, war das einfach dann noch die Euphorie über das 1-1 oder wie kam es zustande? Das kann ich gar nicht so genau beurteilen, weil es ging so schnell. Ich habe auf einmal war der Ball auf der rechten Seite und ja, der Spieler tanzt zwei Leute aus und kommt an der Grundlinie durch. Vielleicht hat sich auch irgendjemand verschätzt und hat gemeint, der Ball geht vielleicht ins Aus. Und ja, hinten am zweiten Pfosten haben wir gepennt und der Ball wird durch den Fünfer ins lange Eck gespielt vom zweiten Pfosten. Und ja, da muss der Stürmer dann nur auf den Fuß halten. Das ist dann dankbar. Für uns natürlich sehr bitter. Ja, bitter war auch, dass du das Spiel nicht beendet hast. Leider gelb-rot. Wie kam das zustande? Ja, ich habe genau zwei Fouls in dem Spiel gemacht, habe für jede gelb bekommen. Letzten Endes auch wahrscheinlich verdient. Also die zweite gelbe Karte auf jeden Fall verdient. Die erste kann man vielleicht drüber streiten, aber wenn ich die erste bekomme, dann darf ich auch da nicht so hingehen. Das war jetzt kein Frust oder sowas, das war einfach nur auch eine gewisse Weise Dummheit, weil ich wollte den Ball spielen, komme aber ein bisschen zu spät und ja. Er ist ein Tick früher am Ball als ich und dann halte ich halt einen Schlappen drauf und dafür muss man eine gelbe Karte geben und dann fliegt man auch vom Platz. So ist es. Da hast du vollkommen recht. Sehr selbstkritisch. Lass uns doch mal kurz auf die Woche jetzt schauen. Steht das nächste Spiel an gegen Burghausen? Was sagst du? Ja, wird nicht einfach, aber wir haben einen großen Kader. Vier Leute fehlen.
Suki, ich bin nicht dabei, der Orkun ist nicht dabei, der Eisi hat die fünfte gelbe Karte. Also es sind schon mal vier Stammspieler, die nicht dabei sind. Aber ich denke, in der Vorbereitung, aber auch in der Hinrunde haben einige gezeigt, dass sie zu Recht in diesem Kader sind. Und ja, die bekommen jetzt ihre Chance. Und Burghausen hat noch kein Spiel gespielt. Wir haben schon ein Spiel hinter uns. Vielleicht hilft es ein bisschen dieses Tempo aufgenommen zu haben in der Regionalliga. Und ja, ich denke schon, dass wir da mit Minimum einem Punkt nach Hause fahren wieder. Einen Punkt, den nehmen wir gerne mit. Ich sage, wir holen 3 Punkte. Ich bin ja der Optimist, wie es so schön heißt. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und denkt dran, auf den Live-Tickern könnt ihr das dementsprechend verfolgen. Wir würden uns aber auch freuen, wenn ihr mitfahrt. Bis dahin, danke, ciao.